Hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Leute da draußen. Wir sitzen gerade an einem Tisch. Und was machen wir heute für ein Projekt? Ein ganz besonderes Projekt, ein sehr privates. Sehr private. Und zwar gibt es gerade den Draw My Life Trend und wir dachten uns, eigentlich ist es so eine coole Sache, wenn wir das auch mal machen. Da haben wir sehr Bock drauf, ein bisschen unsere Story zu erzählen, weil klar, viele von euch, die sind von Anfang an dabei und die kennen die ganze Story, aber von euch kennen sie auch noch nicht. Und vielleicht erfahrt ihr auch so ein paar Kleinigkeiten, was ihr bisher noch nicht wusstet. The private love! Yeah! Oh, du musst schon dabei bleiben. Hast du den kleinen Pimmel? Nein. Oh, so geht es aber nicht. Du musst. Oh. So endet eigentlich alles. Jedes unserer Gespräche irgendwann mit Pimmel. Tut's gar nicht. Was denn? Jetzt endet's mit Doch. Wasser. Es muss nur lang genug gehen. Lang genug wie mein Pimmel. Was macht's denn hier da? Jetzt werden hier die groben Entwürfe gezeichnet. Und weil was ist YouTube? Unfassbar guter Maler bin, sieht das alles auf. Also das kannst du verkaufen. Das ist hier am Kunstmarkt, ist das gerade 10.000 wert. Das ist eben mit voll hintereinander. Wir 17.000 gehandelt. Dieses Werk heißt Die Wahrheit muss raus. Dann haben wir hier den zweibeinigen Betrunkenen. Hier am Kunstmarkt wird 17.000 gehandelt. Mein neuestes Werk, der Versuch. Und ja, es kommt noch. Wir sind jetzt auf Seite 4. Von 10. Von 10, ja. Das wird, glaube ich, das längste YTD-Tags-Video aller Zeiten. Ich muss echt sagen, es macht echt Spaß. Mal so sein Leben zu zeichnen, wo wir das können. Viel zu viel, ne? Viel zu viel. Ja, Waffelmiri, was machst du denn da? Ich schneide für euch Bilder aus. Und was für Bilder? Bilder aus alten Zeiten. Peinlich, Oos, was ich da gerade gesehen habe. Hey, wieso ist denn hier so leer? Ziehen wir um, oder was? Was haben die Illuminaten damit zu tun? Stimmt, keine Ahnung. Hey, Oos, was war eigentlich deine erste Rolle bei YTT? Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Herr Tutorial. Stimmt, ich dachte jetzt voll an Twilight. Davor war doch noch Herr Tutorial, was damals auf die Außenseite dann bei sich hochgeladen haben. War das Video auch noch online? Nee. Dann gab ja zwei Folgen, weil bei der ersten habe ich dann noch voll reingeschmiert. Ich weiß noch, ins Gesicht, das ganze Matt-Zeug wollte ich fast gekotzt. Wow, echt wirklich schön. Komm her, du. Ja, riecht wirklich gut. Matt-Wurst. Oh, die hat Schwein gehabt, oder was? Ich weiß noch, wie hinter der Kamera gesessen. Ich habe ihm das Drehbuch noch nicht mal gegeben. Er war ja einfach nur Schauspieler damals noch. Ich habe gesagt, wo ist er mal hin? Was denn? So, jetzt steht hier als nächstes, du schmierst dir Matt-Wurst ins Gesicht. Alter, ich kann mir doch kein Matt-Wurst ins Gesicht schmieren. Aber das trotzdem gemacht. Ja, das kann ich mir nicht ins Gesicht schmieren. Ja, danach auch meine Rolle, mit der ich den Durchbruch erlangt habe, so. Jacob. Ich bin schon hier. Wie lange hast du da trainiert? Da habe ich eine Woche trainiert. Ich weiß noch, dass du zu mir gesagt hast, ja, jetzt da muss ich schon wegen im Keller trainieren, so ein bisschen mit Handeln, dass ich da wegen dem Jacob aussehe. Für 17 oder so, wie ich da war, und zack. Zack, war ich schon gut. Zack, nix, zack, da runter, Alter. Was? Wackelpudding. Die Mucke, das ist spannend, ist von genau wie ich auch. Jetzt ist das Drehbuch, unsere Geschichte sozusagen aufgeschrieben worden. Und wir sind jetzt hier an unserem Whiteboard und hier haben wir alles aufgebaut. YouTube-Style. Wir sind jetzt am Camcorder und der Oos malt jetzt mal schon mal was Schönes hin zum Echt, Test. Mal ich schon? Ja, mal was Schönes zum Test hin. Krieg ich mal was? Schaut mir nach dem Kölner Dom aus. Mhm. Interessant. Eine Sonde, oder? Das kann man schon so sagen. Ist das eine Sonde? Der Künstler, man darf ihn nicht sprechen. Er ist langsam Ferrari. Was denkt ihr, was das ist? Schreibt's in die Kommentare. So, das ist nämlich ein Gesicht hier. Schau mal, das ist einfach ein Hut. Der hat einen Hut auf. Ja, ein echt schöner Hut. Das ist gut gemacht, Jalla. Okay, ciao. Die hatten uns im Neubaugebiet Ghetto Gangsters. Krasser Name, oder? Ja, das sind die Neubaugebiet. Nee, ich nicht. Der ich auch nicht. Erstmal so der. Der Oos hier, mit einer Pac-Man-Flagge gerade. Eine Pac-Man-Flagge, oder was ist das für eine Flagge? Nein, das ist die Türkei-Flagge. Warum? Nur? Weil ich ein Mensch aus der Türkei bin. Wie spät haben wir? 4 Uhr, oder wie spät ist jetzt? Ach, zu spät. Zu spät. Ja, wir haben uns einfach unterschätzt, wie schwierig es ist zu malen. Auch wenn Picasso und so auch gemacht. Ja, okay, der Philipp malt jetzt hier noch die letzten Striche sozusagen und
Danach geht es weiter ins Tonstudio, da muss alles vertont werden und dann ist das Video auch schon fertig. Schnell geht das, ne? Naja. 10 Stunden. Das war schon aufwendiger als gedacht, finde ich. Ja. Was sagst du, Philipp? Ist schon aufwendiger gewesen. Ja. Okay, dann sehen wir uns gleich im Tonstudio. Was ist jetzt hier los? Nehmen wir jetzt einen Sound ein, oder was? Ich muss mich einloggen. Oh. Ich kann bei dir einloggen. No homo. Das wird geil. Jetzt gibt's im Wrestle, auch wenn er nichts mit dem Video zu tun hat. Ja, jetzt sind wir hier in der Kabinchen. Wir wissen jetzt, wie viel Arbeit hinter dem ganzen Traum steckt. So, da wir heute den Text geschrieben haben und jetzt gemalt haben und jetzt fertig sind mit der Tonaufnahme, würde ich sagen, es ist spät. Wir haben abgedreht, es ist spät. Abgedreht. Und wir haben spät, abgedreht, spät, abgedreht, spät, abgedreht, 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 abgedre